Ich bin Colin Serranina aus Pilar auf den Camotes. Ich fische schon mein ganzes Leben, seit mehr als 25 Jahren. Es regnet seit Mitternacht. Jetzt rausfahren, das wagt er nicht. Wir Fischer beobachten das schon länger. Die starken Ostwinde, wie jetzt. Sie sollten schon längst aufgehört haben. Wer weiß, vielleicht dauert es wieder bis zum März. Im letzten Jahr hörte der Regen erst im März auf. Das Wetter hält sich nicht mehr an den Kalender. Eigentlich hätte die Regenzeit schon im Januar enden müssen. Normalerweise ist der Februar einer der trockensten Monate. Der Klimawandel bringt das globale Wetter durcheinander und die Fischer spüren das als Erste. Colin Serranina hat 4 Kinder. 2 sind schon aus dem Haus, erzählt Jocelyn, seine Frau. Obwohl ihr Mann manchmal ohne Fisch nach Hause komme, hätten sie ihre Kinder großziehen können. Was wir vom Meer bekommen, ist das tägliche Essen und noch mehr. Wir konnten unsere Kinder zur Schule schicken. Darauf bin ich sehr stolz. Denn mein Mann und ich konnten nie zur Schule gehen. Nie. Wir konnten nicht gehen. Es war einfach nicht möglich. Am Vormittag hat sich das Wetter gebessert. Und Colin Serranina brauchte nicht lange, um etwas zu fangen. In seiner Kiste liegen 2 große Fische. Einen werden sie verkaufen, einen Red Snapper oder Maya Maya, wie sie ihn hier nennen. Über 5 Kilo schwer. An manchen Tagen wiegt der gesamte Fang 15 Kilo. Was sie nicht selbst essen, zerteilen sie und verkaufen es an die Nachbarn. Vor der Pandemie ging der Fisch über Zwischenhändler an große Märkte. Der Ertrag war viel größer, aber die Märkte sind noch geschlossen. Bei den Nachbarn gibt es nur wenig Geld. Über ihre Geschäfte führt Jocelyn Serranina Buch. Sie notiert jeden Peso. Und ihre Einnahmen bringt sie zu einem Sparverein. Der Sparverein ist für uns wie eine Bank, weil wir auf unserer Insel keine Bank haben. Also haben wir uns das ausgedacht, damit die Leute lernen können, wie man Geld spart. In Pilar leben die meisten vom Fischfang. Es gibt nichts anderes. Vor 4 Jahren haben sie hier einen Sparverein gegründet. Und ein Stadtangestellter verwaltet das Geld. Der Verein hat über 400 Mitglieder. Und ein aktuelles Guthaben von 500.000 philippinischen Pesos, umgerechnet rund 8.500 Euro. Wir haben ein wöchentliches Treffen und die Mitglieder bringen dann ihr Geld mit. Einige geben 20 Pesos, andere 40, manche bis zu 50 Pesos. Für 20 Pesos bekommt man in diesem Laden eine Flasche Wasser. 20 Pesos für manche die Ersparnis einer ganzen Woche. Und das gelingt auch nur, weil die Inselbewohner auf ihre Gewässer Acht geben. Seit 15 Jahren haben sie Küstenschutzgebiete, in denen nicht gefischt werden darf und in denen die Fische sich ungestört vermehren können. Die Gebiete werden 7 Tage die Woche, 24 Stunden täglich von Freiwilligen auf einer Wachtstation kontrolliert. Diese Schutzgebiete haben einen bedeutenden Wandel eingeleitet. Es gab immer weniger Fische, aber nach 2005 hat der Fischbestand wieder zugenommen. In meinen Augen haben die Küstenschutzgebiete klar zur Verbesserung der Lage der Fischer beigetragen. Jede kleine Wetterveränderung kann für die Fischer existenzgefährdend sein. Deshalb unterstützt die Internationale Klimaschutzinitiative das Engagement der Küstenbewohner. Eine von ihnen leitet in der Stadtverwaltung das Büro für Katastrophenfürsorge
Susan Cataylo hat die Schutzgebiete mit aufgebaut. In Pilar spüren wir die Veränderungen durch den Klimawandel sehr stark. Der Meeresspiegel steigt, es gibt extreme Hitze, lange Trockenzeiten, schwere Regenfälle und wir erleben immer mehr Stürme. Zurück zur Familie Serranina. Das Abendessen wird zubereitet, der Fisch verarbeitet. Die Zutaten sind ganz einfach: Zitronengras, Tomaten und Chili. Ich bringe einen Topf Wasser zum Kochen. Dann füge ich das Gemüse hinzu und dann den Fisch. Die Suppe kocht dann ein bisschen, aber nicht zu lange. Zwei Töchter wohnen noch zu Hause, beide gehen zur Schule und sprechen dort auch über den Klimawandel. Sie wissen längst, dass er auch ihr Leben beeinflusst. Meinem Vater macht das sehr zu schaffen. Er tut mir leid. Es ist so heiß da draußen auf dem Meer und vielleicht fängt er nichts. Dann tut er mir leid. Er arbeitet so hart und trotzdem gibt es Tage, an denen er nichts fängt. Die Familie hofft, dass am nächsten Morgen das Wetter besser wird. Und auf einen Tag ohne Sorgen.